Nein. Ah. Na. Geht doch. Woher? Woher trifft einer hier? Da oben liegt sie. RPG. Na, das war viel zu verlenkt. Boah. Ich schmeiß vom Dach. Nein, Sally, wir haben hier ein Problem. Da kommt irgendwas Riesiges an, glaube ich. Etwas, das viel aushält und nicht tot geht. Ja, das ist so einer wieder. Komm ja nicht hoch, bitte ja nicht. Ich bin gerade unter Dauerbeschuss. Sein Hut geht nicht ab. Sein Hut geht nicht ab. Mann, Junge. Es reicht doch. Da steht noch immer der Hut. Die ist noch immer drauf. Hält doch. Mann, oh Mann, oh Mann, nö. Stellen Sie denn mit Sprengstoff? Ach so. Sprengstoff. Ich hab doch gesagt, komm nicht hoch, Mann. Das ist jetzt ein bisschen blöd hier, muss man schon sagen. Ich glaube, wir werden hier einen Restart müssen machen. Kannst du meine Fresse halten, Mann? Ey, das sind neue Super-Typen. Ja, ich weiß es nicht. Das Spiel macht gerade irgendwie alles gerade kaputt. Das ist ja gerade das Problem irgendwie so. Man kann jetzt nicht so weitergehen, weil irgendwie so viele Gegner sind und so ein Dauerbeschuss ist, dass man mit einen, zwei Sekunden hier draußen direkt tot ist. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich probiere mal hier lang. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Das juckt denn nicht, finde ich. Er feuert weiter, der Wagen brennt ultra. Die Bombe liegt genau vor mir. Oh. Ich weiß, danke für den Tipp. Es ist sehr hilfreich. Aber das andere Problem im Game ist halt, dass ich da nicht hinkomme, weil hier 24/7 Gegner sind. Und ich habe halt auch nicht so viel Spielraum. Was? Wo sniped der hin? Und vor allem wie? Wow, okay, das war unten. Och Mann, jetzt kommen die wieder. Mann! Alter, ich bin hier. Ich muss irgendwie das... Sally, du musst mithelfen. Ohne Hilfe kriege ich da nichts hin. Das musst du doch verstehen, oder nicht? Wir haben uns doch abgeklärt.
Ja, hol eine Panzerfaust. Ich bin doch schon dabei. Ich kann aber nicht fliegen. Also die scheiß Bomben fliegen und fliegen und fliegen. Das ist unglaublich. Ich bin schon dabei, wenn mein Leben nicht so schnell down gehen würde. Liegt die Bombe unten, okay. Okay. Würde mir eher zurückholen. Der boxt sich da wieder mit irgendwelchen Leuten da. Wo fighten die denn schon wieder? Okay, wir müssen irgendwie da rüber. Das war zu spät. So, da kommt was ganz Großes an. Jetzt haben sie da links eine Flak aufgestellt. Ich muss auf die andere Seite, wo der andere Sniper war. Vielleicht hat der noch irgendwas. Ich lebe noch. Ich weiß nicht wie, aber ich habe es irgendwie kurzzeitig überlebt. Weil der scheiß Charakter einfach so unfähig ist zu handeln. Ja, ich bin tot. Oh, Mann, wieso stehen denn die Anfang? Wie? Wer hat diese Spawnings beschrieben eigentlich? Also wie dumm kann man eigentlich sein beim Respawning eigentlich? Man muss sich doch das Respawn-Ding, das muss doch gut eingestellt sein. Man muss doch, man kann ja nicht einfach die fucking Anfang fetten Gegner zum Anfang hinsetzen und die Low-Gegner ganz hinten. Das geht nicht. So macht man das nicht. So macht man sich doch keine Freunde, Leute. Das ist doch nicht. Wieso habe ich denn überhaupt alle Waffen wieder weg? Alter, Sally, hast du schon mal gesehen, was hier ein Aufgebot ist? Mann, Alter, das Game ist sowas von Trash. Alter, ich schieße auf seinen Schädel sowas von drauf. Er verliert die Mütze nicht. Guck dir mal das an. Diese Pistole ist aus Wasser. Ich bin eh tot. Das ist ja wie in Afghanistan, Junge. Hier, warum liegt hier eine RPG? Achso, die habe ich die jetzt hier gedroppt oder so. Ja. Dann machen wir den erstmal kaputt. Es sind noch drei. So, die beiden sind auch hin. Jetzt gibt es erstmal hier ein bisschen weniger Feuer. Muss ich irgendwie von der Seite, wo Sally? Oh, Sally, du bist sowas von unfähig mit der fucking Pistole. Sally, ich kann nicht schießen, wenn du nicht die Arbeit erledigst, die ich dir gebe. Das ist so. Der Typ kann einfach die Waffe, der kann trotzdem die Granate werfen, während alles bei ihm zerfällt, die ganze Rüstung. Das juckt den einfach überhaupt nicht. Er ist einfach Invisible Man. Ist er jetzt tot? Ist er jetzt hingeschossen? Ach nee, ich habe das ja nicht. Jetzt ist er aber hin. Von dem stirbt er. Wie auch immer. Ah, da kann ich nicht reinballern jetzt, oder? Doch, kann ich. Hat er hier einen Booty-Walk oder was, dass er hier ganz entspannt lang geht? Oh nein, nein, nein.
30er mit MKNDI. Wo war denn jetzt der eine Typ da mit der Panzerfaust? Die würde ich gerne noch einsammeln. Wo ist denn der Typ eigentlich? Wo mit seinen anderen Wagen? Nee, die Waffe kann nicht. Die Waffe kann es nicht. Ob sie hier kann. Ach, das Licht ist weg. So, das ist jetzt umkurbel. War das jetzt. Wie viele Autos waren das jetzt? Zwei? Anscheinend waren es doch nicht so viele Autos, wie ich gedacht habe. Aber dafür ein arschvoller Gegner. Wieso sehen die mich eigentlich, aber ich sehe den nicht? Macht nicht so viel Sinn, eigentlich. Ist er jetzt nicht tot, Sally? Jetzt muss er aber tot sein, eigentlich. Bei solcher einer Explosion steht man doch nicht einfach. Da steht noch immer, das ist so ein Low-Bob, aber eigentlich. Oder ist da gerade ein Spawning, irgendwie sowas? Also ist er da jetzt aktuell niemand mehr. Doch, da ist er jetzt wieder. Jetzt ist er aber tot. Jimo, ja, komm, nimm mal die mal. Ah, wenn man nicht bin ich. Sieht eigentlich nicht so viel. Alter, ernsthaft? Was? Woher denn? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit. Der blutet übelst weg. Aber steckt nicht ein. Der rennt die ganze Zeit hin und her, oder wie? Ich weiß nicht, was hier geschieht. Hey, der steht noch immer. Alter, was bist du? Wer bist du? Wer bist du? Alter, das war einfach so ein Low-Typ, der eigentlich mit zwei Schüssen down ist, aber hält einfach so viel aus wie dieser Endbosse. Ah, der schießt um die Ecke, deswegen sehe ich keinen Körper. Die wollen mich alle verarschen. Was? Ach, geht's jetzt hin? Sorry, ich. Nein. Das war auf jeden Fall eine sehr gute Zusammenarbeit. Ich meine, das ist aber immer so bei den Spielen. So. Was liegt denn hier? Schatz, einfach so random hier. Geschnitztes sibäisches Gesicht. Hä, wie einfach nur.
Ist das hier eine Leiter? Ja. Aha. Da glitzert irgendwas. Boah. Sibirische Bullenskulptur aus Bronze. Holy shit. Wir wollen sie alle hier komplett fertig machen, oder? So, was sollen wir jetzt hier machen? Das Buch von Marlow, ja. Da habe ich schon 100 Jahre nicht mehr reingeschaut. Nope. Nope. Keine Ahnung. Das wird alles, glaube ich, nicht sein. Es war ja noch mit dem Bus, das war nur Syrien. Was war das hier? Nee. Ach, das sind doch die. Hä? Wieso schlagt er nicht einfach die Seite auf, die wir gerade aktuell brauchen? Dann müsste ich das hier nicht jetzt alles hier durchblättern. Okay, das war eh alles. Hier gibt es aktuell keine weiteren Ereignisse oder wie man das hier löst oder was hier zu tun ist. Eine To-Do gibt es hier nicht. Na gut, dann gehen wir halt einfach die Leiter nochmal hoch. Schauen, was da oben nochmal sein könnte. Mehr weiß ich eh nicht. Und wie lange soll ich das jetzt machen? Ja, interessant. Was liebt. Ach, jetzt dreht er da an dem Ding. Hier ist ein Schatz. Warte mal, Sally, ne? Königliches Spiel von Ur. Ich frag mich nur, wohin ich jetzt soll mit dem Ding. Das Ding sieht doch nicht so schaukelfähig aus. Ich sollte mich da vielleicht anhängen, oder? Nee. Ach, da unten. Also wenn hier irgend so ein alter, was weiß ich, Meister Miyagi hier rumklettern würde. Frage mich, wie will er diesen Mechanismus öffnen? Wenn er hier die ganze Zeit herumsteigen müsste. Mir würde das ja übelst auf den Sack gehen. Kann ich da einfach hochklettern? Was macht denn er schon wieder? Er bringt sich ja selbst noch um. Greift auf die Leiter. So. So, und wie soll ich jetzt hier wieder runter? Ah, ich weiß schon. Tatsächlich eine Leiter. Uns erbarmt.
glaubt ja keiner. Komm, Sadi. Kapitel 21. Das Atlantis der Wüste. Oh mein Gott, wenn der Typ hier rumchillen sollte, dann weiß ich auch nicht. Alter. Yo. Das ist einfach mal übelst. Ach, hier geht's. Ah, guck mal, was hier wartet auf uns. Moment mal. Naschkum-Mann aus Bronze. Naschkum, keine Ahnung. Jetzt rein. Da war jetzt schon wieder. Alter, was? Ja, hier werden sicher viele Schätze warten. Vielleicht auch der größte. Sebischer Alabaster-Stile, was auch immer. Aha, fein hier. Na gut. Bro, Sally, warte doch mal, Alter. Wobei hier auch schon anfängt zu wuchern, Alter. Das ist natürlich. Aber das ist ja ein Ding. Wieso ist auf der anderen Seite übelster Sturm und hier ist halt einfach alles frei. Und so ruhig auch. Alles tot wieder. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sorry.